KinoCast. Na gut, lass mal loslegen. Bei dir starten auch die Vögelchen hier. Ich wollte gerade sagen, ey, also was geht denn jetzt für ein Film? Warte, ich mach mal kurz Fenster. Nee, lass doch offen. Schöne Atmo hier. Okay, dann lass ich offen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast mit Vogelgezwitscher im Hintergrund. Der Frühling kommt. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag und ein fröhlichhaftes Hallo. Ja, hallo, auch von mir, hier ist der Erik. Ich grüße alle, auch die neu dazugekommen sind, die neu dazugekommenen HörerInnen, die eventuell über die vergangene Folge Schock zu uns gekommen sind, die ja doch ein bisschen leicht viral gegangen ist. Nicht so richtig viral, hätte ich mich ein bisschen mehr gefreut, wenn es so richtig mal abgegangen wäre. Aber das war auch schon sehr beeindruckend. Vielen Dank an alle von dem Filmteam, von Schock, Produzent und Autor und sonst was alles und Darsteller, die uns da quasi unsere Folge irgendwie entdeckt haben und retweetet haben und repostet haben auf Instagram und sonst was alles. Also das war ja wirklich überraschend, weil normalerweise mache ich auch immer so ein Instagram-Posting, wo ich dann auch die Filmfirmen verlinke und das hatte ich noch gar nicht getan. Das heißt, die sind offensichtlich irgendwie über Spotify, haben sie vielleicht mal ihren Filmtitel eingegeben und dann ist unsere Folge da erschienen oder so. Irgendwie so muss es gelaufen sein. Hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt und ich wünsche dem Film Schock alles Gute in den Kinos mit viel Erfolg und mit viel begeisterten Zuschauern, so wie ich es war. Denn der Film ist sehr empfehlenswert. Wenn ihr die Folge hört, das ist ja jetzt Sonntag, der 18.02., wo die Folge rauskommt. Und ihr wisst noch nicht, heute Abend läuft nur Tatort im Fernsehen, ja, könnte man vielleicht mal ins Kino gehen. Dann geht mal in den Film Schock, weil vielleicht läuft er nicht so lange in den Kinos, weil das ist doch keine Big-Budget-Hollywood-Produktion, sondern eine etwas kleinere Produktion. Dann solltet ihr mal schnell sein und den Film schauen. Aber was haben wir heute im Programm? Wir waren natürlich letzte Woche auch wieder in der Sneak Preview. Ich kann schon mal leicht spoilern, es war nicht so gut wie Schock, der Film. Wir hatten den Film Maria Montessori, eine französisch-italienische Koproduktion. Dann wird der Chris noch vorstellen aus dem Heimkino Caveman. Da habe ich tatsächlich auch mal reingeschaltet für, weiß nicht, 2 Minuten. Das sagt, glaube ich, auch schon einiges. Mal gucken, was der Chris dazu sagt. Ich habe nicht einen Anfang gesehen. Ich war irgendwie mittendrin und das wirkte mir sehr weird. Und ich dachte, naja, wenn, dann mal vom Anfang. Dann hat der Chris jetzt mal Barbie nachgeholt. Bisschen auch wieder late to the party. Kennt man ja von letzter Woche. Da war ja auch schon. Ja. Und auch ein bisschen late to the party ist Afterlife, was er geschaut hat. Aber nichtsdestotrotz, ja. Ich bin gespannt, was er dazu sagt mit Ricky Gervais, die Serie. Die ist ja jetzt, glaube ich, mittlerweile komplett abgeschlossen. Kommt ja, glaube ich, nichts mehr. Die ist abgeschlossen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Serien-Neustarts, die Kino-Neustarts, sagen wir euch, die Kino-Charts, sagen wir euch. Und es gibt natürlich auch am Ende Musiktipps für unsere Spotify-Playlist. Fangen wir aber mal an. Maria Montessori. Montessori hatte ich schon mal gehört, das ist so ein Bildungsprinzip, wo sich so sehr, könnte vielleicht der Chris noch ein bisschen mehr dazu sagen oder mich einbremsen, falls ich großen Quatsch erzähle. Ja, ich bremse dich ein, wenn es sein muss. so ein anderer Bildungsansatz, eben nicht so frontal, sondern eher, dass die Kinder mit einbezogen werden und jedes Kind kann das machen, worauf es gerade Lust hat, so nach dem Motto und kann, aber am Ende soll es doch bestimmte Sachen gelernt haben. Halt nicht mit so viel Druck, sondern eher mit positiver Bestätigung und sowas. Ist das ungefähr richtig? Oder? Es ist, also es geht tatsächlich, das Bild des Kindes, was da wiedergegeben soll oder ist der Baumeister seines Selbst. Das ist so ein bisschen das Prinzip dahinter. Mhm. Das heißt, es soll das Kind soll in seinem Lern- und Entwicklungsprozess arbeiten und darin optimal gefördert werden. Das ist so ein bisschen tatsächlich, wie ich es auch ganz oft mache mit so Aufgaben. Bei mir in der Schule, wenn ich immer sage, also bei mir normale Realschule, nicht irgendwie so eine Montessori-Schule, wo es auch gibt, sondern einfach zu sagen, hey, das sind die Aufgaben oder das ist das Thema heute, das ist das Ziel, ihr habt die und die Hilfsmittel, ihr macht in eurem Tempo, ihr habt so 2-3 Stunden dafür Zeit, das zu erarbeiten und dann fassen wir es nochmal zusammen. So mache ich das auch sehr gerne. Nicht, weil ich zu faul bin, sondern weil ich da versuche, das selbstständige Arbeiten und
Lernen der Kids zu fördern, was super wichtig ist, weil wenn wir nachher irgendwelche Abgänger von der Schule haben, die einfach nur funktionieren, wenn du es ihnen vorkaufst und genau die Anleitung gibst und sagst, hey, so und so und so und so und so, okay, ich mach das so, dann entwickelst du ja überhaupt kein eigenes Denken und deswegen... Ich weiß genau, was du meinst. Also wir haben ja natürlich auch manchmal welche bei uns in der Firma, da merkst du genau, wer ein bisschen selbstständig denkt, wer in der Lage ist, sich Lösungen zu erarbeiten. Und genau das. Weil du musst ja und heutzutage... Aufs Wesentliche konzentrieren halt auch. Ja, also, genau, nicht ablenken lassen. Du musst ja und heutzutage... Und trotzdem noch in so einem ganzen zeitlichen Rahmen. Gibt ja so den vorgeben, ne? Gibt ja so viele Möglichkeiten heutzutage, neue Möglichkeiten auch, die sich eröffnen. Da musst du halt am Ball bleiben. Aber gut, zurück zum Film. Genau. Hilf mir, es selbst zu tun, ist übrigens die Aufforderung bei Montessori. Hilf mir, es selbst zu tun. Ja, der Film beginnt irgendwann Anfang 1900 irgendwas und wir sehen eine junge Frau in Paris. Zwar heißt die Leila, glaube ich. Nee, Lilly heißt sie, Lilly. La 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 la. Die wird gespielt von Leila Bekti. Nehmen wir an, hat algerische Wurzeln oder so, schätze ich mal, französische. Soll ich das für dich rausfinden? Ist nicht notwendig. Okay. Aber nehme ich an, vom Namen her, ja. Jedenfalls, die junge Dame lebt in Paris, verkehrt in der High Society, verkehrt im wahrsten Sinn des Wortes, denn sie ist eine, man nennt es glaube ich Kurtisane oder so, also eine Frau, die sich mit, die so als Affäre von irgendwelchen reichen Typen sich so durchschlägt und dadurch auch sehr, sehr gut leben kann in Paris. Allerdings erfahren wir, dass es da ein Kind gibt und das wird ihr dann mal auch so mitgeteilt, dass sie sich ab jetzt um dieses Kind selber kümmern muss, dass niemand sich mehr um das Kind kümmert und sie begibt sich dann dahin. Sie sagt am Anfang erst, das wäre ihre Nichte und wir sehen dann, als sie ihre in Anführungszeichen Nichte dort besucht, dass sie eine, ja, würde ich sagen, geistige Behinderung hat und dass sie natürlich als Kurtisane in Paris, in der High Society, kann sie natürlich nicht mit einem Kind leben. Das hindert sie ja, ihren in Anführungszeichen Beruf auszuüben. Wenn sie da irgendwelche reichen Typen beglückt, kann ja nicht ein Kind noch rumrennen im Nebenzimmer oder irgendwas oder im Zimmer sogar. Ne? Das wäre etwas kontraproduktiv. Deswegen hatte sie das abgegeben gehabt, das Kind. Aber das klappt jetzt nicht mehr, dass sich da jemand kümmert. Und sie muss sich selber um das Kind kümmern und es gibt am Anfang einen Ausweg, denn sie hat da gerade jemanden kennengelernt, einen Gönner aus Rom, der bietet ihr an, dass sie bei ihm wohnen kann, in einer tollen Wohnung in Rom und dass er dann immer mal vorbeikommen will oder sich mit ihr treffen will, um quasi, ja, dass sie da ihre Tätigkeit nachgehen kann und das sieht sie so als Möglichkeit, mit aus Paris rauszugehen, das Kind mitzunehmen und das ist quasi nicht mehr so der Fokus, weil sie hat ja die Bedenken, dass es dann die Runde macht, die Gerüchte, das Kind und sonst was und dass dann ihr Ruf beschädigt ist und so weiter. Ne? Ja, also nimmt sie dann das Kind mit und es gibt offensichtlich in der Nähe von Rom eine junge Frau, nämlich eben diese besagte Maria Montessori, die eine Art Fördereinrichtung, eine Förderschule hat für geistig behinderte Kinder. Und dort will sie eigentlich ihre Tochter abgeben und das klappt aber nicht so, weil die haben keine Plätze mehr frei, das ist jetzt kein, die haben zwar Plätze frei von Kindern, die dort 24/7 betreut werden, aber jetzt gerade aktuell kein Bett verfügbar, so dass sie nur die Möglichkeit hat, ihr Kind dort in die Tagespflege zu geben und dort stellt man halt relativ schnell fest, dass sich um das Kind, wie heißt denn eigentlich das Kind, weißt du noch den Namen, war da irgendwie Lina oder so, ne? War das Lina, Lisa, irgendwie so? Nee, warte. Naja, such's mal nach. Oh Gott, das war so ganz einfach. Nee, Lilly war es. Das war ein ganz einfacher Name, ja, warte. Vielleicht findest du es noch raus, ich erzähl's. Tina. Tina war es, ja. Tina, jawohl. die ist auch hier bei IMDb gar nicht gelistet, die Schauspielerin. Ja. Jedenfalls. Okay. Die Tina, es wird festgestellt, dass die Tina, wenn sie gefördert worden wäre von klein an,
dann hätte sie wohl schon wesentlich bessere geistige Fähigkeiten, als sie jetzt hat. Also sie spricht auch gar nicht und alles. Also sie wurde wirklich nur irgendwo abgegeben und wahrscheinlich irgendwo drinne aufbewahrt im Haus, damit ja keiner das behinderte Kind sieht und damit keiner irgendwie, damit es nicht einen schlechten Ruf gibt oder sowas. Also eine ganz traurige Geschichte an sich. Und die Tina wird dann, oder die Maria Montessori erkennt dann halt auch relativ schnell so ein bisschen, was dahinter steckt und fördert sie dann auch gezielt. Aber ihre Mutter, wie man dann feststellt, ist da eben doch nicht ihre Tante, sondern es ist tatsächlich die Mutter. Und als sie festgestellt hat, dass das Kind behindert ist, hat sich auch ihr Mann von ihr getrennt und sie war dann allein mit dem behinderten Kind und hat das behinderte Kind eben abgegeben zur Pflege, damit sie da in Paris arbeiten kann. Ja, die Mutter, die möchte gern, dass das Kind dort 24/7 aufgenommen wird, damit sie wieder zurück nach Paris gehen kann, aber das klappt halt, wie gesagt, alles nicht und sie muss halt das erstmal nur in die Tagespflege geben. Und so nach und nach nähern sich auch die Mutter und das Kind wieder so ein bisschen an, weil sie konnte zuerst mit dem auch überhaupt nichts anfangen. Und ja, was jetzt alles so ein bisschen nach einer, nach irgendwie einer herzerwärmenden Geschichte klingt, ist leider nicht so gut erzählt, fand ich. Also ich glaube, es ist mangelt so ein bisschen an der Art, wie es erzählt wird, am Drehbuch, an irgendwelchen komischen Sachen, die dann plötzlich auftauchen, mit denen man, die vorher überhaupt nicht angedeutet waren. Man konnte eben sehr schlecht folgen dem Ganzen, fand ich. Es passiert dann was und auch die Entwicklung der jeweiligen Person, angefangen eben von der Mutter, das schwankt halt immer total. Mal ist sie dem Kind sehr zugetan und spielt sogar Klavier in dieser Förderschule für die Kinder und dann ist sie mal wieder völlig ablehnend und so. Das sind totale Sprünge, die sich irgendwie so nicht so richtig erklären lassen. Also und ich glaube, das soll die Zerrissenheit der Mutter darstellen. Da kannst du alles reindeuten, aber ich meine, wenn du es ordentlich erzählt hättest, dann wäre das so eine Entwicklung gewesen von einer totalen Ablehnung bis hin zu, dass sie ihrem Kind wieder zugetan ist. Das wäre eine schöne Story gewesen, die du im Film hättest erzählen können, aber so war es einfach so, es hat sich angefühlt, als wären da manchmal Szenen drin, die nach weiter vorne gehören im Film und manchmal Szenen, die nach weiter hinten gehören, als wäre das so ein Mosaik, was nicht so richtig zusammengesetzt ist. Genauso die Story über Maria Montessori, der Film heißt zwar Maria Montessori, aber so richtig im Fokus steht sie auch nicht, auch gerade weil wir dann erfahren, da gab es am Anfang so ein Foreshadowing. Da war der Chris noch draußen gerade, hat er die Preisekiste weggebracht. Da gab es so eine Szene, da hat Maria Montessori ihr Kind auch zurückgelassen auf irgendeinem Bauernhof. Sie ist da weggefahren das erfahren wir dann später auch im Film, dass es eben so ist. Sie hat auch ein Kind mit dem männlichen Leiter der Förderschule damit das aber funktioniert mit ihrer Karriere und weil sie auch nicht verheiratet sind, durfte es auch nicht sein, dass sie ein Kind hat, hat sie ihr eigenes Kind auch abgegeben, ja, und ja, diese ganze wilde Gemengelage hätte man auch mal ein bisschen tiefer beleuchten können. Ich weiß nicht, ob es da unbedingt eine gebraucht hätte, die da aus Paris dahin kommt, um die Geschichte von Maria Montessori zu erzählen, aber es hat sich so angefühlt, es ist eine französisch-italienische Koproduktion, als hätte da jede Seite versucht, irgendwie von ihrem Land noch irgendwas mit einzubringen in diesen Film, weil so nach dem Motto, hey, wir geben hier Geld dazu, französischer Film, wir wollen da auch, dass da eine Französin mitspielt und dass da irgendwie eine Geschichte über ein französisches Kind mit drin ist, ja, anstatt einfach sich da zu fokussieren auf Maria Montessori, auf ihre Geschichte, auf ihre Entwicklung, ja. War irgendwie sehr zerrissen, der Film, und war nicht so richtig gut, fand ich. Nicht so richtig. Oder? Wie fandst du das? Genau so, wie du sagst. Also ich fand es so relativ spannungslos erzählt irgendwie, was da mit der ganzen Episode aus dem Leben von Maria Montessori gezeigt wurde. Also für mich, wenn ich das so höre, habe ich erstmal gedacht, oh okay, vielleicht kommt da wirklich was zu der Entwicklung von der Pädagogik irgendwie was oder so, weil ich nicht wirklich groß was über den Film bisher gehört hatte und ich sah mich darin halt komplett getäuscht. Also es war halt wirklich der
eher der Kampf der Frau zur damaligen Zeit auch um Anerkennung, um ihren Weg da zu gehen mit den Kindern, was das Ziel ist, wurde schon klar, aber so ganz groß drauf hinaus ist man dann auch nicht. Dann diese Side-Story mit der Mutter, mit dem Kind, klar brauchst du irgendwo einen Aufhänger, aber ich fand es relativ dröge, muss ich sagen. Also ich war kurzzeitig, fehl mir glaube ich 5 Minuten, weil ich tatsächlich mal seit langem mal wieder im Kino dann weggeknickt bin, weil die Sitze einfach zu bequem waren und halt die Super Bowl-Nacht auch noch in den Knochen steckte. Ich bin einfach nicht mehr der Jüngste, was das angeht. Und ja, ich fand halt, mich haben die Schauspieler halt nicht abgeholt. Also vom Schauspiel her, von der Art und Weise. Das hat mich nicht gecatcht und das ist eigentlich super, super schade, weil irgendwie, ja, es fehlt so von allem, es fehlt von Spannung, von Geschichte, von dem, was ich einfach erwartet habe. Und ja, deswegen, ich fand es nicht so ein besonders gelungener Film. Ja, leider, ne? So Biopics gehen ja eigentlich an sich immer ganz gut, aber ja. Ich habe gerade noch ein bisschen was erfahren. Die Frage, was denn wirklich dann noch Biopic ist und was nicht, aber. Ja, die Story über die Französin ist komplett erfunden, habe ich gerade gelesen. Hat man halt dadurch reingebracht, um zu zeigen, dass es eben zwei Frauen gibt, die sich jeweils für ihr Kind schämen und es quasi verstecken aus verschiedenen Gründen, was eben die damalige Zeit so ein bisschen kritisieren soll. Und ich habe auch rausgefunden, also die Leila, die hat einen Tag vor mir Geburtstag, allerdings ein paar Jahre später. Und hier bei Wissenswert ist der erste Punkt, der hier steht bei IMDb, her family originated from Algeria. Ah, sehr ja. Gut. Genau. Nee, ja, also die Storylinie von ihr ist komplett erfunden und ja, ich weiß nicht, ob es das, ja, wahrscheinlich, vielleicht hätte man es anders inszenieren müssen und auch diese Gesellschaftskritik ein bisschen klarer machen müssen, ein bisschen schärfer formulieren vielleicht, weil ich glaube, es gibt heutzutage vielleicht auch immer noch Personen, die sich aus was auch immer für Gründen oder Frauen, die sich vielleicht von ihren Männern unterdrücken lassen oder so, das gibt es ja heutzutage leider auch immer noch, hätte man vielleicht ein bisschen schärfer formulieren müssen. Aber ja, schwierig. Der ganze Film, wie was, also ich punktemäßig, ich gebe 4 Punkte. Was gibst du? Ich gebe ihm 3 Punkte. Guck gerade mal, also es gab, muss dazu sagen, in der Sneak Preview hinterher Applaus, der zumindest gefühlt, man kann es ja schwer raushören, war der nicht ironisch gemeint. Manchmal, ja, der war ernst gemeint. Ja, der genau, muss ja dazu sagen, ne, manchmal gibt es ja ironisch einen Applaus, wenn sich alle freuen, dass so ein Film endlich vorbei ist oder wenn der richtig blöd war. Und man sieht es auch in den Wertungen, ihr könnt da gerne mal auf Facebook schauen, unter Gloria Sneak Stuttgart. Da gibt es auch wieder einige neue Mitglieder, die ich freigeschaltet habe. Wir haben da so einen Freischaltprozess drin, also wenn ihr da nicht gleich Zugriff habt, müsst ihr da mal ein bisschen abwarten, weil wir gucken da immer, sonst gab es da zu viele Spammer oder sowas, deswegen ja, jedenfalls gibt es da sogar jemand, der 10 Punkte gegeben hat, 8 Punkte, 7, 6, also ist irgendwie alles dabei im vorderen Feld, allerdings auch im unteren Spektrum, da gibt es auch 2 Punkte, 4 Punkte, 3 sehe ich hier gar nicht. Doch, habe ich gerade angeklickt. Achso, muss ich mal refreshen. ja, also im unteren Spektrum ist da auch einiges vertreten und okay, und falls ihr, Teilnahmeanfrage heute, da werden wir doch die Lisa Marie gleich mal freischalten. Ihr aktueller Lieblingsfilm ist übrigens Maestro, habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch machen. Gibt's auf Netflix, ist ja auch Oscar nominiert, muss ich auf jeden Fall noch gucken. Okay, vielleicht hat sie gerade live unsere Sendung gehört. Nee, ist Quatsch, wir strahlen live aus. Wow, einfach live. Live auf Twitch. Okay, und ihr habt auch noch relativ kurz noch die Chance, bei der Abstimmung zum Top- und Flop-Film des Jahres 2023 mitzumachen. Die Liste ist noch online. Wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann mal stoppen, den Vote. Stop the count. Ja. Und dann wird der Chris in der Sneak Preview mal das Ergebnis verlesen von dem Top-Film des letzten Jahres. Ja, aber bis dahin könnt ihr noch abstimmen. Und jetzt gucken wir mal, was so in den Charts drin ist. Kino, Charts und Neustarts.
Und dann nehmen wir diesmal die von IMDb Pro, von Box Office Mojo. Weil gab es irgendwie gerade keine Nachricht von den Innenstadtkinos, haben wahrscheinlich sehr viel zu tun. Sehr viele Tickets für Schock verkaufen. Wo ist eigentlich Schock gelandet? Wie heißt der im Original hier oder auf Englisch? Ach nee, der ist hier noch nicht mit dabei, weil das ist 8. bis 11. Ah, okay. Ich würde gerade sagen, wir haben schon die gleiche Zeit. Dann warten wir mal bis nächste Woche dann. Was hier neu drin ist in 8. bis 11. ist All of Us Strangers. Der ist ja auch Oscar nominiert. Den würde ich gerne sehen. Der ist Platz 13. The Taste of Things, Platz 10 und Platz 8 ist Night Swim, aber wir beginnen ja immer mit der 5. Platz 5 ist Migration, hier raus aus dem Teich oder wie der hieß. Genau. Platz Nummer 4 ist Argyle. Oh, Argyle? Habe ich leider Argyle bis jetzt nur Schlechtes gehört. Also bis jetzt keinem, dem der Film gefallen hat. Platz 3, Autumn and the Black Jaguar. Heißt es? Okay. Heißt es irgendwie Sommer und der schwarze Jaguar? Nee, heißt irgendwie Autumn, anders. Autumn, ja. Autumn, wer weiß nicht, dass Autumn Sommer heißt. Herbst. Ja, meine ich ja. Aber das heißt doch nicht Herbst. Und ich glaube, das Mädchen und der schwarze Jaguar. Ja, irgendwie das Mädchen. Ja. Platz Nummer 2 ist Anyone But You. Das ist also der hier, wie heißt du auf Deutsch? Ich hab's schon vergessen. Das ist das mit dem Date, der Date-Movie. Ja, vom Glück. Glück vom Pech verfolgt. Nee, wie hieß der? Vom Glück. Wo die Lüge hinfällt. Wo die Lüge, also was mit Ü. Junge. Platz 1 in Deutschland, zumindest bis zum 11. Februar, war 1 Million Minuten. Ja. Okay, und was startet denn jetzt Neues in dieser Woche? Das muss ich erstmal gucken hier. Wo sind wir denn? Bei Kino.de. Da startet, oh, das muss ich machen, den ersten. Es gab eine DDR, immer zwei DDR-Miniserien. Es gab Spuk im Hochhaus und Spuk unterm Riesenrad. Kennt jedes DDR-Kind, glaube ich. Musste man nicht mögen. Also haben viele auch nicht gemocht, die Serie. Die Serien, muss man sagen. Also ich konnte damit auch nicht so wahnsinnig viel anfangen und meine Frau auch nicht. Aber es war ein Riesending und lief auch fast ständig im DDR-Fernsehen. Und jetzt gibt es da einen Kinofilm davon, Spuk unterm Riesenrad, der Kinofilm. Ja, mal gucken. Also hier der Inhalt bei Kino.de ist Spin-off der gleichnamigen DDR-Kultserie rund um die Hauptfiguren Tammy, Keks und Umbo sowie drei lebendig gewordene Geisterbahnfiguren. Okay. Ja, weiß ich nicht, weil ich glaube, die es damals geschaut haben zu DDR-Zeiten, die sind jetzt doch in einem Alter, wo sie sagen, gucken sich vielleicht so einen Kinofilm nicht mehr an oder schleppen ihre Kinder rein. Vielleicht ist das die Planung. Ja, mal gucken. Es startet noch Good Boy. Ein 75-minütiger Thriller, ein norwegischer Horrorfilm, Horror-Thriller, in dem eine junge Frau etwas Schockierendes im Haus ihres Tinder-Dates erwartet. Das kann ja übel ausgehen. Dann Lisa Frankenstein, eine Horror-Komödie. Guck bloß den Trailer an. Okay, den hat sie ja ein paar Mal reingespült bei uns, bei Filmverleih-E-Mail, ne? Aber ich habe noch nicht geschaut. Lisa Frankenstein startet auch eine Horrorkomödie mit Catherine Newton und Cole Sprouse über eine Teenagerin, die bei einem Gewitter eine viktorianische Leiche wiedererweckt und zu ihrem Traummann skulptiert. Ja, das klingt ja sehr verrückt. Du Scheiße, okay. Aber das war's dann auch schon, oder? Also mehr habe ich hier nicht. Ja, das war's dann auch schon. Traut sich wahrscheinlich keiner so richtig gegen irgendwelche noch laufenden Filme was entgegenzusetzen. Einfach mal eine schwächere Woche. Aber, weißt du, was wir auch noch machen könnten? Was denn? Wir könnten noch den Tipp für die Sneak für morgen vorlesen. Können wir auch. Lass mich noch einmal ganz kurz machen. es startet auch noch, jetzt ein bisschen eher in der Reihe Best of Cinema, dann ab nächste Woche schon mal ein Hinweis darauf, Donnie Darko, Fürchte die Dunkelheit. Also wer den noch nicht gesehen hat, ist ein sehr sehenswerter Film, toll besetzt, Jake Gyllenhaal, Jenna Malone, Drew Barrymore, über einen mysteriösen Vorfall, der einige Auswirkungen hat. Also es war ja ein absoluter Kulthit, dieser Film. Ich gucke den tatsächlich auch immer wieder gern und gibt es auch verschiedene Versionen davon. Manchmal gucke ich die eine Version, Director's Cut, manchmal die andere, die Extended und so weiter. Also wer den noch nicht gesehen hat, ich glaube im Kino habe ich den auch noch nie gesehen. Deswegen, mal schauen. Also den mal als kleinen Hinweis nächste Woche. Und jetzt mach du mal deinen Sneak-Tipp.
Der Tipp für die Sneak 1204 am 19. Februar 2024 ist, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich weiß diesmal, was kommt, weil ich habe den Tipp mir nicht überlegt. Okay. Deswegen halte ich mich jetzt ganz vornehm zurück. Aber du darfst gerne mal loslegen. Ja, ich muss erstmal Facebook wieder aufmachen, warte mal. So, jetzt, was ist da getippt worden? Hier geht's los. Die Julia hat getippt, das Zimmer der Wunder. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Muss ich mal vielleicht mal hier nebenbei googeln, während ich die anderen Sachen vorlese. dann der Martin hat getippt, Miller's Girl. Weiß ich auch nicht, worum es da geht. Und ich habe getippt, wir waren Kumpel. Weiß ich aber auch nicht mehr, worum es da geht. Okay, das Zimmer der Wunde. Hä, habe ich jetzt gerade eingegeben? Da bringt er hier irgendwie chronische Wunden, Ursachen und Problemlösung. Warte mal, das Zimmer der Wunde Film. Der Wunder. Das Zimmer der Wunder heißt der Film. Oder? Hab ich das steht auch hier, das Zimmer der Wunder. Achso, ich hätte vielleicht den kompletten Titel kopieren sollen. Worum geht's da? Nach Louis' Unfall beschließt Thelma, für ihn die 10 Dinge, die man vor dem Weltuntergang tun muss, zu erledigen, die er in sein Tagebuch geschrieben hat. Wenn er von diesem Abenteuer hört, wird Louis erkennen, wie schön das Leben ist und dass er zurückkommen muss. Indem sie mit 40 Jahren die Träume eines Teenagers erfüllt, erlebt Thelma eine unglaubliche Reise, die sie viel weiterbringen wird, als sie sich vorgestellt hat. Was war der Tipp? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Na, weiß nicht. Weiß ich nicht, Digga. Passt nicht so ganz, glaube ich, auf den Tipp. Aber manchmal sind die auch sehr schwammig. Da weiß man nicht. Gut, da haben wir die Neustarts, die Kinocharts, die Sneak-Tipps. Dann können wir ja doch mal ins Heimkino gehen. Mal gucken, was du da zu Caveman sagst. Heimkino. Caveman mit Moritz Bleibtreu. Caveman mit Moritz Bleibtreu. Mit Laura Tonke, Wotan Wilke-Möhring, Martina Hill, Jürgen Vogel, Thomas Hermanns, Esther Schweins, Alexandra Neldl, Guido Maria Kretschmer. Ganz, ganz großes Aufgebot bei diesem Film. Und Caveman ist die Verfilmung von dem gleichnamigen Theaterstück Caveman von Rob Becker, Laura Lackmann hat das Ganze verfilmt und damals war, also Caveman ist schon ein paar Jahre her und irgendwann, glaube ich, Ende der 90er bis Anfang der 2000er, irgendwie sowas, kam das war in den USA schon ein Hit, es war so ein im Broadway ein Hit, das kam dann auch nach Deutschland und ich weiß noch, ich war damals im Theaterhaus in Stuttgart und habe das dort gesehen und fand das da schon relativ lustig. Es geht bei Caveman, bei diesem Theaterstück geht es um die Unterschiede zwischen Mann und Frau und dass der Mann halt immer noch so ein bisschen der Höhlenmensch ist, daher auch der Caveman und Männer sind Jäger und Frauen sind Sammler und deswegen habe ich alles bei Mario Barth schon gehört. Ja, aber das kam halt vor Mario Barth, ja. Also das ist was ja. Und jetzt in dieser Verfilmung eben aus dem Jahr 2023, die jetzt bei Premiere, sag ich schon, guck mal. Bei DF1. Bei Sky abrufbar ist, um Gottes Willen. Bei Teleclub. In der Zeit zurückgerannt, Teleclub, genau. Wo bei Sky abrufbar ist, wurde das Ganze eben auf die Kinoleinwand gebracht mit eben Moritz Bleibtreu als Robert Müller oder als Caveman auch dann, der einen Auftritt hat, er träumt immer davon, schon seit seiner Jugend Witzeerzähler zu sein oder halt mal Stand-Up-Comedy zu machen und bekommt dann auch die Chance und hat einen großen Auftritt, also seinen ersten Auftritt in so einer Open-Mic-Night und weiß eigentlich nicht, was er machen soll dort. Und währenddessen geht so ein bisschen seine Ehe mit Claudia zu in die Brüche. Also die wird gespielt von Laura Tonke. Und er erzählt dann quasi immer so in Rückblicken und in so kleinen Flashbacks die Geschichte, wie es jetzt dazu kam, dass er heute Abend auch da auf der Bühne steht und erzählt dann auch die Sachen von Mann und Frau. Und ich muss wirklich sagen, das hat mir extrem gut gefallen. Also ich kannte das Theaterstück und wusste, wie das aufgebaut ist oder halt dieses bleiben wir bei Theaterstücke, wie das aufgebaut ist und das gemacht ist, ja auch wirklich nur ein Mann, der da vorne steht und du arbeitest da ganz viel mit Fantasie und allem möglichen. Und ich finde das tatsächlich so geschafft, dass in dem Film, dass er
dich zum Nachdenken auch wieder anregt. Und es ist tatsächlich auch in die Neuzeit übertragen. Also ist vieles mit Handy-Apps und was weiß ich was. Wenn dann ein, also muss dazu sagen, Robert, also Bobby und, oder Bob und Claudia sind, die sind verheiratet, die wohnen in der Mitte von so drei Reihen, von drei Reihenhäusern. Rechts wohnt Nike, also Martina Hill, und oder links wohnt Nike und rechts wohnt Wotan Wilke Möhring, der bekennende Single-Mann, und Nike ist geschieden, hat ein Kind. Und also so kompletter Querschnitt, sowas, was es so alles Möglichkeiten gibt. Es gibt dann auch noch ein lesbisches Pärchen, wo die Ex-Freundin von Bobby ist. Und dann, es ist so witzig. Jürgen Vogel als Reinigungskraft ist absolut zum Schießen, wie sie sich dann so ein Reinigungsbattle liefern, weil Moritz Bleibtreu natürlich seine Männlichkeit demonstrieren muss. Und auch hinten raus dann, wenn die drei Männer, also die drei Hauptmänner des Films, Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring und eben Jürgen Vogel, zusammen hier putzen und das machen wollen. Natürlich hier Wotan Wilke Möhring und Jürgen Vogel ziehen ihre T-Shirts aus und Moritz Bleibtreu will dann auch so und sieht so, ich habe ein bisschen Bauchansatz, ich lasse es lieber an. Das ist so witzig einfach, weil es ist teilweise so doch ein bisschen natürlich auch gespielt. Und wenn du dann so Szenen hast wie Hoffmann, also der Nachbar von Bobby, wenn der dann so zeigt, ja hier, ich habe eine App entwickelt und mit der App weißt du genau, wann die Frau den Zyklus hat, dann weißt du nämlich, wann sie aggressiv ist und was weiß ich was. Und also so, man spielt. Das ist nicht berechenbar, ich spreche da aus Erfahrung. Man spielt da sehr, sehr mit Klischees, was aber auf eine teils charmante, teils ein bisschen plumpe Art ist. Und da denkst du dir halt so, ja gut, es muss so plump sein, weil das ist so, du hockst dran und denkst dir, ja okay, das ist schon ein bisschen typisch, Mann. Oder auch, ich habe eine App entwickelt, wo dir dann zeigt, wie du die Frau richtig befriedigst, und dann musst du halt das Display abschlecken und das vom Handy, und das zeigt dir dann, ob du das gut gemacht hast oder nicht. Und wenn sie dann dran hocken und auf Handy-Display ablecken, also es ist schon es ist schon in die Neuzeit gebracht. Es ist teilweise charmant, teilweise ein bisschen quatschig. Ich fand's allerdings doch echt angenehm umgesetzt und es hat echt Spaß gemacht teilweise auch. Also es war jetzt, wie gesagt, es war so eine Neuinterpretation, einfach für die Kinoleinwand das reinzubringen. Und du hast so immer so ein bisschen dieses Mitgefühl mit Bobby. Dann aber dann wieder denkst du dir so, du Vollhonk, um Gottes Willen. Dann verstehst du sie, dann verstehst du sie gar nicht. Dann erkennst du dich selbst wieder. Also es ging mir teilweise echt auch so, dass ich gesagt habe, oh ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte es auch gerade ich sein können. Es gibt so eine nette Szene, wo er völlig ausrastet, weil die Couch weg ist. Also die haben mir die Couch geklaut und was weiß ich was, und ist alles weg. Und meine Star Wars Figuren sind auch geklaut. Couch wurde halt abgeholt, weil eine neue kommt. Und alles das andere, das spoilere ich jetzt mal nicht. Das ist nämlich richtig gut. Und ja, ich kann es tatsächlich empfehlen, in diesen Film reinzugucken. Also das ist eine relativ seichte deutsche Komödie, die trotz allem Spaß macht. Jetzt, wo ich gerade noch drüber erzähle, muss ich tatsächlich die Wertung noch mal ein bisschen hochsetzen. Oh, hochsetzen noch, okay. Ja, tatsächlich, weil ich doch positive Erinnerungen habe, weil ich halt aber auch die Schauspieler mag. Also ich mag Moritz Bleibtreu, ich mochte die Laura Tonke, fand ich ganz cool da drin. Wotan Wilke Möhring fand ich mega witzig, weil du den siehst, du denkst dir nur so, ach du heilige Kuh. Und deswegen, für mich war es noch verbunden dann auch mit Erinnerungen an eben dieses Theaterstück damals, und halt dann fand ich es ganz cool rübergebracht in die Neuzeit. Deswegen kann ich Caveman, was das angeht, mit 100 Minuten auch absolut anschaubar, also nicht zu lang, nicht dingsen. Es ist wirklich alles so ein bisschen dabei, Fremdschämen, sich selber erkennen. Ja, Fremdschämen waren der Szene dabei, die ich da, wo ich gerade reingezappt habe. Welche Szene hast du denn da gesehen? Ich weiß nicht, da war er irgendwo, ich glaube auf einer Toilette, und dann war er plötzlich mitten im Wald und hat mit sich selber als Urmensch da geredet. Und ja, genau, so. Das war dann sein imaginärer Caveman-Freund. Und das war so peinlich, und da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht ertragen. Und dann, ja, aber das im Gesamtkontext ergibt es komplett Sinn. Okay. Das ist es nämlich. Vielleicht gucke ich da mal von Anfang an rein, aber ich habe da schon in der einen Szene
so Ausschaltimpulse gehabt. Und ja, aber hat tatsächlich, also der Film hat hinten raus auch, oder hat zwischendurch auch echt eine sehr, sehr charmante Art, dir zu sagen, so, hey, pass mal auf, komm mal auf dein Leben klar, oder seh mal Dinge nicht so ernst oder nicht so, so verkrampft. Oder ich kenne ja das Theaterstück nicht, und für mich ist diese Art von Humor mit Mario Barth leider total verbrannt. Ja, also ich meine, der hat kennste, das ja auch. Kennst du? Ja. Ja, der hat das halt offensichtlich irgendwie adaptiert, den Erfolg, und hat das ein bisschen für sich beansprucht und hat das wirklich so ausgeritten und totgeritten, das Pferd und so. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte, ich gebe auch mal eine Chance, ja. Ja, ich kann dir gleich sagen, es ist ganz weit weg vom plumpen Mario Barth-Humor. Na, mal gucken. Ich gebe mal eine Chance. Gib ihm auf jeden Fall eine Chance. Also ich bin bei 6,5 von 10 Punkten. Klar, es ist nicht der Überbringer, aber es ist ein ganz, ganz solider 100-Minuten-Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann und man wirklich ein bisschen auch was zu schmunzeln haben möchte. Mhm. Na da, konntest du bei Barbie schmunzeln? Nein. Ja, Barbie können wir, glaube ich, ganz, ganz schnell machen. Hatten wir schon vor Wochen in der Sendung, weil ja Kate und Erik den gesehen hatten. Ich habe den jetzt nachgeholt, auch bei Sky. Ich war halt krank. Also ich war jetzt die Kombination dieses halb krank, dann noch Ferien. Ich hatte also tatsächlich mal ein bisschen Zeit. Habe mir die auch genommen und habe mir dann Barbie angeschaut. In den und Ferien krank, das ist sehr arbeitgeberfreundlich. Nein, das ist tatsächlich, ging's ab Montag ging es eigentlich. Also erster Ferientag war es dann wieder einigermaßen. Aber gut, Barbie, ich muss ich erzählen, worum es geht, dass also Margot Robbie als Barbie, Ryan Gosling als einer der Ken, also Margot Robbie als eine der Barbie, Will Ferrell als der CEO von Mattel, Emma McKay als das Double von Margot Robbie, wie ich fand, die sehen sich ja unglaublich ähnlich, Michael Cera als Alan, der war noch ganz gut, Kate McKinnon, wer hat denn noch mitgespielt, oh Gott, America Ferrera hat noch mitgespielt, Alexandra Shipp hat mitgespielt, Kingsley Ben-Adir, dann Nkuti Gatwa, was ich sehr gefeiert habe, das ist einer der wenigen, den ich sehr gefeiert habe, weil es ja der aktuelle Doktor, John Cena ist noch dabei und. Geht darum, dass Barbie und Ken in ihrer, im Barbieland leben, in ihrer Traumwelt, und alles ist cool, alles ist total schön und alles ist super und jeder Tag ist gleich und da, oh, es ist alles, ha, hallo Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi Ken, hi Barbie, hi Ken, hallo Barbie, hi Barbie. Was am Anfang ganz lustig und so ist, hat sich bei mir echt zu einer Qual entwickelt, weil mir ging das Ganze, nach irgendeiner Zeit ging es mir einfach nur auf den Sack. Es war echt süß gemacht, diese Barbie-Welt. Das fand ich auch noch relativ lustig, den Anfang. Aber als dann Barbie sich aufmacht in die reale Welt, weil sie hat ja plötzlich diese Todesgedanken und hat Zellulite und läuft nicht mehr auf den Zehenspitzen, sondern hat einen Plattfuß. Und ab dem Moment, wo sie dann in die reale Welt geht, ab da driftet der Film für mich sowas von granatenmäßig Kacke ab, wo ich gedacht habe, so, ey, geht überhaupt gar nicht. Mich hat tatsächlich Will Ferrell in dem Film komplett genervt mal. Und das ist echt eine Kunst, weil ich mag den Typen einfach. Aber ich fand Mattel einfach ganz, ganz fürchterlich dargestellt und total bescheuert damit mit diesen ja, man kann jetzt sagen, überzeichneten Charakteren, was das angeht. Und oh ja, und wir springen Spielsachen für Mädchen raus, aber wir sind alles nur Männer, die hier irgendwie in der Firma hocken oder das Sagen haben. Und ja, die Gesellschaftskritik, ja, ist da und wie und was. Ich fand es trotzdem unfassbar nervig. Man darf nicht vergessen, Gesellschaftskritik hin oder her, der Film ist ja von Mattel produziert. Ich meine, dass sie sich jetzt nicht selber bis aufs Messer kritisieren werden, ja, mit dem komischen Frauenbild, was sie da mit ihren Sachen, das ist ja wohl auch klar, ne? Sondern ja, aber haben sie ja. Sie mussten also halt ein bisschen was, ja, klar. Aber ja, letzten Endes darf man nicht vergessen, dass von denen produziert ist. Ja, aber wie gesagt, mir ging es einfach nur auf den Zeiger. Mir ging tatsächlich Ryan Gosling dann als Super-Ken da auch irgendwann so richtig auf den Keks, wie das ganz andere auch. Und oh, der Film hat mich quasi minütlich mehr verloren und am Ende habe ich mich nur noch durchgequält und ich habe es dann noch zu Ende geguckt, damit ich es wirklich sagen kann, okay, ich habe es zu Ende geschaut. Der dauert ja auch fast 2 Stunden. Da war ich noch dankbar, dass es nur 2 Stunden sind in dem Fall.
aber hat mich echt nicht abgecatcht. Ich konnte mit der Message dann auch am Ende nichts mehr anfangen. Ich finde, das ist alles nur noch verschwommen. Ich fand Alan, Michael Cera fand ich einfach witzig, den fand ich cool, aber ich mag auch Michael Cera, muss man dazu wieder sagen. Das war großartig, wobei auch das dann irgendwann ein Stück weit überzogen war, aber sei es drum. Ich konnte mit Barbie nichts anfangen. Hat mich nicht abgecatcht, hat mich überhaupt nicht geholt. Wahrscheinlich mal wieder, wie so oft, habe ich es überhaupt nicht verstanden oder weiß das Gesamtwerk nicht zu schätzen. Ich habe auch nicht verstanden, warum I'm Just Ken einen Oscar gewonnen hat als besten Originalsong. Ja, also, der ist ja noch nicht mal gewesen, die Oscar-Verleihung. Was hat er? Golden Globe oder was? Oder nominiert ist für einen Oscar? Ja, nominiert für einen Oscar. Ja, das meinte ich. Guck, sorry. Golden Globe gab es aber schon irgendwie oder was? Also nominiert als bester Film ist es, beste Nebendarsteller. Aber nicht Greta Gerwig als Regisseurin und nicht die Barbie-Darstellerin Margot Robbie hat auch keine Nominierung bekommen. Ja, also ich fand es auch so, wie haben sie es während dem Film auch so gesagt, so, ja, Message an uns selber, Margot Robbie war keine gute Besetzung oder irgendwie sowas. Also immer so versucht, da noch eine Meta-Ebene reinzubringen, die ich auch nicht gefühlt habe, weil ich irgendwann nicht mehr ganz gerafft habe, so, hey, was ist jetzt noch erzählt, was ist fiktiv oder was ist wirklich, was soll denn da normal? Also, es war für mich ein heilloses Chaos, hat mich nicht abgeholt, deswegen, ich gebe ihm tatsächlich, auch hier korrigiere ich aber diesmal nach unten, weil ich mich jetzt tatsächlich noch mehr drüber ärgere, ich gebe ihm 3 von 10 Punkten. Okay, ich habe 6,5 gegeben, habe ich gerade mal nachgeschaut, die Kate hat 8,5 gegeben. Und ja, ansonsten war ein Riesenerfolg. Da bin ich einfach zu sehr Mann, um diesen Film zu... Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt musst du mal Oppenheimer nachholen. Den gibt es ja auch auf Sky. Ja, Oppenheimer ist up next. Das war ja auch quasi... Ich bin ja jetzt in Oppenheimer ins Kino gegangen. Schön Gloria, Dolby Atmos und so. War schon geil. Brauchst du aber viel Sitzfleisch. Weiß nicht, zu Hause... Ich weiß nicht, wie es zu Hause ist, wenn du doch einige Ablenkungen hast, irgendwie mit hier und da und dort, ob man da so richtig... solche Sachen gucke ich dann tatsächlich, wenn alle schlafen. Ja. Oppenheimer ist ja natürlich nicht so einfach, der Film, muss man halt ganz schön am Ball bleiben. Naja, bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und Serien. Bevor du jetzt vielleicht mit Afterlife anfängst, aber warte mal, ich mache erstmal den Trenner. Serien. Sagen, damit du erstmal kurz Luft holen kannst, mache ich mal die Serien-Neustarts, die vielleicht interessant sind in der kommenden Woche. Hier in den ein was vielleicht noch wollte ich erwähnen. Es gibt auch Film-Neustarts auf den Streaming-Plattformen. Netflix zum Beispiel. Bei Netflix läuft jetzt neu seit heute, glaube ich, oder seit gestern, Gran Turismo. Kann man durchaus mal gucken. Ja, kann man durchaus sagen. Kann man mal gucken. Dann läuft auch noch Uncharted. Den mag ich sehr, den Film. Da war ich auch im Kino. Basiert auch auf einem Spiel. Also wahrscheinlich haben die jetzt bei Netflix gerade so Spielewochen oder sowas. Keine Ahnung. Aber den kann ich zumindest sehr, sehr empfehlen. Also vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Gran Turismo würde ich Uncharted empfehlen. Ist echt sehr witzig. So Indiana Jones-ig gemacht. So ein bisschen... schönes Ding. Serien-Neustarts. Bevor du Serien-Neustarts machst, auf Paramount Plus läuft jetzt auch eher Dead Reckoning, ne? Teil 1 mit Mission Impossible. Ach so, ja. Der Dingsen. Da habe ich jetzt auch schon angefangen mit den ersten 10 Minuten. Ich dachte, der läuft schon seit letzter Woche oder so. Nee. Dead Reckoning, der hat mir auch sehr gut gefallen. Also ja, deswegen habe ich gedacht, hole ich den noch nach. Da muss man auch nicht unbedingt jetzt die vorhergehenden Mission Impossible gesehen haben. Wer jetzt vielleicht neu einsteigt bei dem Thema, wer einen richtig geilen Actionfilm sehen will, wo noch sehr, sehr viel handgemacht ist. Ich folge auch so einem Account auf Instagram, ist irgendwie so ein Stuntman-Account von Tom Cruise, wo irgendwie die Stuntmen, die mit dem zusammenarbeiten, die haben dann tatsächlich immer so die Videoclips gepostet, wie er tatsächlich selber irgendwo hinfährt und dann wie es im Film aussieht. Da ist natürlich ein bisschen Greenscreen und irgendwelche Rampen und sowas, die sie dann wegmachen, aber der Großteil macht er wirklich selber. Der hängt dann wirklich an der Seite irgendwo dran und ist echt krass, was der alles noch selber macht. Und so fühlt es sich halt auch an im Film. Also schönes Ding. Am besten ein richtig großer Fernseher. Ich würde es jetzt nicht auf dem iPhone gucken oder so. Doch, ich habe gehört, für iPhone-Screens sind solche Filme gemacht. Ah, okay.
Ende Mainz. Also, neue Serien, die jetzt starten in der kommenden Woche. Die eine, wo ich wahrscheinlich auf jeden Fall mal reinschauen werde, startet auf, was war das? Disney Plus, genau. Da startet Shogun, eine 10-teilige Miniserie über ja, die Zeit hier mit Shogun. Ich bin gerade so ein bisschen in diesem Japan-Thema, seitdem ich den Blue Eye Samurai geguckt habe. Aber big in Japan einfach. Aber hier jetzt auf Disney Plus, klingt interessant, habe ich schon mal so einen ersten Clip gesehen und so, der sah geil aus. Startet ab dem 27. Februar auf Disney Plus. Plus dann gibt es jetzt im echten, ja, mehr oder weniger Free TV, auf das erste, im ersten deutschen Fernsehen, wird es dann auch in der Mediathek geben, eine Serie, die heißt Tokyo Vice, also quasi nicht Miami Vice, sondern Tokyo Vice, basiert auf einem sehr erfolgreichen Buch, Tokyo Vice, an American Reporter on the Police Beat in Japan, und ja, ist für HBO produziert, also keine, HBO macht ja immer sehr, sehr gute Sachen, und da bin ich gespannt drauf, startet ab dem 24. Februar auf das erste, wie gesagt, kann man dann in der Mediathek mal checken. Und es startet auch noch die Realverfilmung von Avatar, der Herr der Elemente. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, wie das wird, aber nachdem Netflix, auf denen das jetzt auch läuft, ab dem 22. Februar, nachdem die ja hier die andere Serie sehr gut umgesetzt haben, One Piece, habe ich da eigentlich schon so ein bisschen ein gutes Gefühl dabei, dass das vielleicht auch ganz gut wird, die Avatar-Serie. Es gab ja mal eine sehr lausigen Kinofilm. Aber ja, gut. Also das waren so die drei Neustarts. Jetzt konntest du mal Luft holen, bevor du was über Afterlife erzählst. Bin ich mal gespannt. Afterlife, die Serie von Ricky Gervais. Gemacht von Ricky Gervais, mit Ricky Gervais in der Hauptrolle, wo eigentlich von Staffel 1, also es gibt drei Staffeln, gibt es bei Netflix. Letzte Folge kam 2022 schon raus, also vor 2 Jahren inzwischen, im Januar, und startete irgendwann 2019. Ist eine ja, Britcom-Dramedy und ziemlich schwarzer Humor, wo eben die Geschichte von Tony erzählt wird, der nach dem Tod seiner Frau mehr oder weniger beschließt, eigentlich auch Selbstmord zu begehen und eigentlich dann auch die Welt dafür bestrafen möchte, dass seine Frau gestorben ist. Und das Ganze geschieht in netten Episoden, wie einfach Tony in seiner Zeitungsredaktion arbeitet mit seinem Schwager noch zusammen und der sein Chef ist und mit den Leuten da und hat sehr viel von dem Humor von Ricky Gervais, den ich sehr mag, den ich sehr schätze auch, und ist eine echt coole Geschichte, schön erzählte Geschichte. Ich bin sehr, sehr froh, dass der Hund nicht stirbt, so viel kann ich schon mal spoilern. Das wäre nämlich für mich ein Grund gewesen, wo ich sage, und erzählt einfach, wie Tony zurück ins Leben findet tatsächlich, nach schwerem Gang und wie auch dass sein Lebenssinn quasi eigentlich weg war für ihn oder auch weg ist, wie er den sich zurückfindet und wie er den zurückbekommt. Und eben, ja, es trieft vor Sarkasmus teilweise, es trieft vor Situationen, wo du einfach nur wo ich tatsächlich auch laut auflachen musste, weil ich es einfach so witzig fand. Und es sind 3 Staffeln, es sind relativ kurze Folgen. Es spielt noch mit Diane Morgan als Kath. Es spielt noch mit, oh Gott, eigentlich niemand, den man jetzt so unbedingt, glaube ich, kennt noch. Doch, David Bradley spielt mit, den könnte man kennen. Der spielt aber nur in der ersten Staffel, in der zweiten noch ein bisschen zu Beginn mit. Das ist ein ehemaliger Doktor, das ist, glaubt der, oh Gott, der wievielte Doktor war es? Dritte? Der spielt auf jeden Fall seinen Vater. Und daher kannte ich den auf jeden Fall auch von Doctor Who. Ja, ich kann es tatsächlich nur empfehlen, das sich anzuschauen mit den ganzen Zeitcharakteren, die Geschichten, wo nebendran noch erzählt werden. Ist sehr, sehr schön. Es ist schon so ein bisschen teilweise klosig im Hals, weil es so bittersweet auch ist, wenn er dann aber auch da auf dem Friedhof sitzt mit seiner Friedhofbekanntschaft dann und die sich immer so austauschen und alles. Es ist sehr schön. Es sind ein paar Sachen aus dem
Comedy-Programm auf jeden Fall auch von Ricky Gervais drin. Na, umgekehrt, glaube ich. Er hat sie dann ins Comedy-Programm übernommen, würde ich sagen. Aber wo ist auch sehr empfehlenswert, ne? Gibt es auf Netflix. Ja, 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 wobei das letzte jetzt habe ich gelesen, hier voll der Downfall von Ricky Gervais und so was. Ich fand das ja, sehr also, gut. Das letzte, es ist jetzt das Aktuellste, was jetzt gerade ist. Es ist nicht so gut wie das davor, aber ich fand es trotzdem voll gut und ich fand es auch echt angenehm. Von wegen aus der Zeit gefallen oder oh, wir spielen jetzt hier mit der Wokeness. Nee, dann hat man das Programm nicht ganz verstanden, worauf er abgezielt hat. Aber es heißt drum. Also ich kann Afterlife echt nur empfehlen. Hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da täglich 2 bis 3 Folgen versucht habe zu schauen. Also ich habe das schon ein paar Tage länger jetzt durch. Man kann auch, glaube ich, nicht so viele auf einmal schauen, weil das hat... Das zieht einen schon runter auch. Genau, das ist so ein bisschen diese Düsternis, die da drin steckt. Das wird zwar immer wieder ein bisschen aufgelockert, aber das ist so ein bittersüßes Ding, da kann man nicht so viel aufnehmen. Kommt zwar ein bisschen locker daher, aber das trifft einen doch irgendwie immer. Ja, ja, da ist auf jeden Fall ganz arg viel Uff drin. Aber halt, weil ich finde es, weil das Ricky Gervais einfach so überragend gut auch spielt teilweise. Mit seiner ganzen innere, mit der ganzen Zerrissenheit, mit der ganzen Wut, die er in sich trägt, mit dem ganzen Unverständnis, mit der das Leben, die Welt ist so ungerecht und alles, finde ich schon extrem stark. Also Afterlife von mir eine 100%ige Empfehlung zu schauen, weil tolle Serie und Ricky Gervais einfach toller Typ auch. Also ja. Definitiv, kann ich nur so unterschreiben. Ich fand auch, die ist auch sehr gut zu Ende gebracht worden. Ich habe ja wirklich die Staffeln einzeln geschaut. Erst halt die erste Staffel, da musste ich eine ganze Weile warten. Der hat natürlich nicht so einen Produktionstakt wie jetzt andere Serien, die da regelmäßig neu rauskommen. Und dann, als hieß es, es kommt eine dritte, letzte Staffel, dachte ich, mal sehen, wie sie es zu Ende bringen. Aber sehr, sehr schön zu Ende gebracht. Sehr charmant zu Ende gebracht. Sehr gut und wirklich toll. Und es ist nicht nur, also Ricky Gervais hat ja teilweise doch schon einen ganz schön fiesen, treffenden Humor. das ist zum Glück hier dann nicht so. Er ist natürlich am Anfang der Grumpy, weil natürlich seine Frau gestorben ist und er kann mit seinem Leben dann auch nicht mehr viel anfangen, will sich das Leben nehmen und so weiter. Da ist natürlich diese Düsternis drin und dann erkennt er aber, jetzt ziehe ich hier einfach durch und mir ist halt einfach alles scheißegal und deswegen... aber das verliert sich dann nach und nach, als er dann erkennt, dass um ihn rum viele Personen eben auch Probleme haben, denen er aber wiederum helfen kann, ja, mit seiner Art und Weise oder vielleicht auch einfach eine neue Sicht der Dinge geben. Und gerade bei diesem kleinen Käseblatt, wo der arbeitet, das ist irgend so ein regionales, so eine Werbezeitung, die du immer kostenlos im Briefkasten kriegst oder so. Das hat natürlich auch keine Relevanz für irgendwas journalistisch gesehen. Ja, da gehen sie mal hin und müssen irgendwelche Leute interviewen, die da irgendwas vollbracht haben oder irgendwas Fotos machen. das ist immer so kurios. Und dann in dieser kleinen Stadt, richtig toll, also eine ganz tolle Serie. Ja, ich habe sie aber seitdem nicht nochmal wieder geschaut, obwohl sie halt so gut ist, weil die einen doch immer irgendwie trifft und erwischt und so. Das ist halt, da muss man in einer bestimmten Stimmung sein. Und ich hatte auch, wo da die neuen Folgen rauskamen, wenn da eine neue Staffel erschienen ist, habe ich immer ein bisschen gebraucht, bis ich sie dann geschaut habe, wo ich dachte, jetzt kannst du sie jetzt noch nicht schauen, musst ein bisschen warten. Ja, sehr empfehlenswert. Was auch empfehlenswert ist, dass wir nehmen ja auch immer Fortsetzung folgt, den Serien-Podcast auf, da ist was dabei. Es könnte dir vielleicht eventuell auch gefallen. In der nächsten Ausgabe sprechen wir unter anderem über Criminal Record auf Apple TV Plus. Da ist Peter Capaldi dabei. Der ist quasi ein Ermittler, ein Kriminalpolizei-Ermittler. Könnte dir vielleicht auch gefallen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich meine jetzt nur wegen der Thematik Doctor Who oder so. Wenn du ihn mal wieder sehen willst, könnte es dir gefallen. Ich weiß nicht, ob die Serie gut ist. Ich habe noch keine Minute gesehen. Ja. Na gut, Afterlife, auch eine Empfehlung. Oh, jetzt sehe ich hier gerade, ist was Neues dazugekommen hier. Ich habe was vergessen noch, tatsächlich einzutragen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Dafür habe ich jetzt keinen direkten... Warte mal, wir hatten mal einen neuen Filmtrailer, aber der ist jetzt hier nicht auf dem Board. Dann nehme ich mal das. Großartig. Schöne Grüße.
Während dem Super Bowl lief der Trailer und ich habe ihn dann auch, während der Halbzeitpause, und ich habe ihn dann auch jetzt nochmal nachgeholt, nochmal ganz in Ruhe, von Deadpool 3, oder wie er heißt, Deadpool und Wolverine. Ich weiß nicht, Erik, du hast noch nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, ist ein Riesenfehler. Können wir den mal im Kino vor der Sneak zeigen? Da laufen keine Trailer, wie du vielleicht mal gemerkt hast. Das ist scheiße. jedenfalls. Ich prangere das an. Ja, ich prangere das an. jedenfalls ist tatsächlich so, wenn man sieht Deadpool beim Abendessen mit Freunden und mit seiner ganzen Familie, mit allen Charakteren, die halt schon dabei waren, so, ja, es ist schön, hier da zu sein. Da klopft es an der Tür und es kommen Agenten herein und ziehen ihn quasi da raus. Und jetzt kommt der Knaller, es sind Agenten der TVA. Mhm. Okay. Man zieht also Deadpool in das Marvel Cinematic Universe. Alarm! Genau. und arg viel mehr wird man auch gar nicht dann auch verraten, tatsächlich. Nur halt, dass da Wolverine irgendwie noch eine Rolle hat und haben wird. Oder das heißt ja auch Deadpool und Wolverine. Aber, oh, ich lese gerade, Weltrekord schon vor Kinostart getroffen. Deadpool und Wolverine übertrümpft sogar Spider-Man-Hype, wahrscheinlich vom Trailer. Der meistgesehene Trailer aller Zeiten im Augenblick. Quer durch das Multiversum. Also, sie öffnen es tatsächlich rein in das bisherige Cinematic Universe. Und es sieht so witzig aus einfach. Ich weiß auch nicht. Ich hab Bock drauf. Ich habe jetzt schon Bock drauf, weil... Bei mir läuft er gerade ohne Ton. Ja, weil es ist einfach so cool. Einfach auch das mit Wolverine und mit was weiß ich was allem. Vor allem, wie sie Wolverine reinbringen, ist es einfach... Der Typ aus Succession ist auch dabei. Geil. Ja. Es ist einfach... Ja. Ich bin gespannt. Das heißt ja, es verdient alles verdient irgendwie ein Happy End. Also ich gehe davon aus, dass der letzte Ryan Reynolds Deadpool dann ist. Aber ich bin ja nicht der größte Freund von Wolverine, muss ich sagen. Auch wenn ich mir da vielleicht jetzt in der Fanbubble da ein bisschen Credit verliere. Aber ja, ich mag halt Deadpool und diese ganze Marketingaktion, die da vorher lief mit Ryan Reynolds zusammen mit Hugh Jackman, das war schon großartig. Also die zwei zusammen, herrlich. Das ist einfach herrlich, ja. Ja, oh, das war cool. Coole Szene. Boah, hat er das Magazin hochgeschmissen in die Luft und hat seine Pistolen gewirbelt. Also das sind... Ich fand ja auch schön, Hugh Jackman hat ja direkt nach dem Trailer auf Twitter, also auf X, den Titel gefixt mit auch Fixed It und dann kommt einfach Wolverine und Asshole. Also die Marketing-Maschinerie ist schon richtig dick am Laufen und ich finde, es sieht ganz cool aus. Das ist tatsächlich ein Film, der wird mir, da werde ich mir in meinen überdimensionalen Hintern mal wieder in den Kinosessel wohl begeben, außerhalb der Sneak, weil auf den habe ich einfach richtig Bock. Oh mein Gott, habe ich auf den Bock. 24.07. lese ich hier. Jetzt gucke ich mal, ob ich 24/7. Jetzt gucke ich mal, ob ich da schon irgendwas habe. Mein Jahr ist. Oh, da ist Fußball-EM. Das ist natürlich ganz schlecht hier geplant. So ein Quatsch. Wieso? Ja, Stuttgart, Austragungsort, ne? 24.07. Das ist Montag. Ach nee, Entschuldigung, ich bin bei Juni. Warte mal, ich muss noch einen Monat vor. Letzter Schultag. Ich muss noch einen Monat vor. Nee, das ist Mittwoch tatsächlich. Da, ja, letzter da ist Schultag. Nix. Da ist nix. Nee. EM ist im Juni zu Ende da. Sehr gut, nee, passt. Bin ich dabei. Habe ich Bock drauf, ja. Ich werde den Trailer mit verlinken auf kinocast.net in den Shownotes. Und wenn es klappt, habt ihr den dann auch, wenn ihr irgendwo das anders hört, dann in den Shownotes mit drin zum Anklicken. Ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert. Werdet ihr sehen. Ansonsten könnt ihr, glaube ich, an dem Trailer nicht vorbeikommen, wenn ihr da irgendwo mal Wolverine und Deadpool eingebt. Trailer. Oder Deadpool 3, wie es der Chris hier genannt hat. Ja. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was auf die Ohren, nämlich Musik für unsere Spotify-Playlist. Musik. Was packst du denn drauf? Buh, Pearl Jam,
Buh. Buh, sagt er, ohne es gehört zu haben. Ja, neue Buh. Single von Pearl Jam. Da kommt auch ein neues Album dieses Jahr. Und da kam jetzt die erste Single raus. Dark Matter. Was hast du gegen Pearl Jam? Es gibt ein Buch von Mark Lindquist, das heißt Never Mind Nirvana. Und der Mark Lindquist ist ein sehr empfehlenswerter Autor. Der hat immer so in bestimmten Situationen seines Lebens, hat er, ich lese mal vor, was hier steht. Pete Tyler, der ehemalige Leadsänger einer semi-bekannten Grunge-Band aus Seattle, sucht mehr denn je die Frau seines Lebens. Obwohl er mit mehr als 300 Frauen geschlafen hat, in Klammern Blowjobs inklusive, konnte er nicht annähernd erkennen, was perfektes Glück sein soll für eine Heirat, bla bla bla. Jedenfalls geht das darum, um seine Sachen wie Frauen kennenlernen und so weiter. Er lebt da zwar als Staatsanwalt in Seattle und es geht darum auch dem Beef zwischen oder Fan-Beef zwischen Nirvana-Fans und Pearl Jam-Fans. Und ich war ja auch bekennter Nirvana-Fan. Ich hatte sogar lange Haare zu der Zeit. Und es war damals tatsächlich so, oder wie es hier in dem Buch auch ist, er lernt dann nämlich eine hübsche Frau kennen und die ist es wohl und ha, und irgendwann findet er raus, scheiße, die hört Pearl Jam. Und das ist echt großartig, das Buch. Sehr empfehlenswert. Never Mind Nirvana. Sehr tolles Ding. Ja. Deswegen nur ein bisschen Bu und so weiter. Ja, also du meinst es gut. Kann man reinhören? Ich fand's ganz gut, ja. Okay. Und kennst du den Song, den ich ausgewählt habe? Isaac, Always on the Run, sagt dir das was? Ich bin der Meinung, ja, das ist doch hier Dings, ein Isaac, der hat auch hier Eurovision Song Contest. Genau, das ist der, mit dem wir diesmal den letzten Platz machen werden. Glaube ich sogar gar nicht. Ich finde es nämlich geil, es klingt so ein bisschen so Standard-Pop. Also ich denke, ein guter Mittelfeldplatz ist drin. Meinst du? Na, ich weiß ja nicht. Das klingt. Hast du den finnischen Beitrag schon gesehen? Ja, den Windows 95 habe ich gesehen. Ich habe mich weggeworfen einfach. Ich sage ich habe das Kate gezeigt, die saß mit offenem Mund da. Es war so, warum? Wir haben den deutschen Vorausscheid geguckt, der wieder furchtbar produziert ist vom NDR. Und auch diese Funktion, wie gewählt wird und wer was. Also da muss ein Publikumsvoting her, ganz einfach, um da die breite Masse, den Geschmack der breiten Masse zu treffen. Du kannst vielleicht auch zu einer vernünftigen Uhrzeit, oder? Ja, das war auch irgendwie, fing das wirklich erst 22:30 ungefähr richtig an mit Sängern und so weiter und das war furchtbar. Und dann hatten sie, da konntest du dich an so viele einfach gar nicht mehr erinnern. Wer hat die ausgewählt da? Irgendwo, also Songs. Ja. Ja, bei dem war es so, der hat zumindest mal eine Persönlichkeit, die auch ganz gut rüberkommt, aber ich fand, es gab halt wirklich noch Songs, an die du dich besser erinnerst und gerade beim ESC kommt es ja nicht unbedingt darauf an, dass du gut singen kannst, dass du einen guten Song hast, sondern da ist ja auch sehr viel mit Performance, Wiedererkennungswert, wie gesagt, du sagst, ja, der Typ Windows 95, sehr lustig, so ungefähr, weißt du, es treten dann halt irgendwie, wie viel sind das, 36 Künstler beim ESC auf. Und wenn es dann in die Abstimmung geht, musst du dich wenigstens noch an den Song erinnern können, den du wählen willst, wenn dann der Schnelldurchlauf kommt. Und wenn dann irgendwie so Larifari-Pop ist, dann bist du halt einfach raus. Oder wenn da irgendwas ganz Komisches. Selbst da hatten sie im Deutschen, war so eine komische Elektro-Pop-Band, die hatten einen Song namens Katze. Das war zwar überhaupt nicht mein Ding, aber das wäre wenigstens wiedererkennbar gewesen. Und die hatten auch viele Fans im Publikum, was schon mal ein ganz gutes Zeichen ist. mal gucken, wie hießen die Band? Irgendwie Gantner oder sowas? Vielleicht kann ich die. Ach hier, Galant mit Katze. Warte mal, ich schick's dir mal in die Gruppe rein. Kannst du nachher mal gucken. Das wäre wenigstens wiedererkennbar gewesen, ja. Und irgendwie so ein bisschen abgefahren für ein ESC. Ja, wie gesagt, ich glaube, diesmal könnte es tatsächlich für einen Mittelfeldplatz reichen. Immerhin haben wir keinen tanzenden Mittelfinger. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, also es ist so always on the run. Ich meine, ja. Nee, ich sag jetzt mal nichts. Vielleicht nach dem Ende. Nach Sendungsschluss. Nach dem Ende der Aufnahme. Ja, liebe HörerInnen, schreibt uns doch mal, wie findet ihr den aktuellen Song? Habt ihr den überhaupt schon gehört? Weil es ist ja auch immer wichtig, was damals, wenn es gelaufen ist bei Deutschland, dass wir weiter vorne gelandet sind, war es zumindest ein Song, der so stark verfangen hat, dass er sogar am Radio lief. Und zum Beispiel Lena Satellite lief europaweit schon im Radio.
bevor der ESC stattfand. Das hat man auch Stefan Raab zu verdanken. Ja, der hat halt da, das muss man halt dann auch mitbringen, dass man das überall auf die Playlisten bringt und alles. Und ja, bin gespannt. Ist ja noch, sind ja noch irgendwie 2-3 Monate hin, bis das stattfindet. Im Mai, glaube ich, 1. Mai. Mal schauen, was wir da so reisen. Mir gefallen mittlerweile die, also außer Frankreich, die haben auch wieder so ein Jammerlappen-Schmachtfetzen ausgewählt von Slimani. Slimane heißt der. Der macht so geile Sachen und da haben sie dem irgend so eine komische Ballade geschrieben, die einfach bäh ist. Ich weiß nicht, warum die nicht mal einen geilen französischen Rap-Song nehmen oder es gibt auch, ist egal. Ja, jedenfalls, das ist auch wieder so ein Ding, was nix reisen wird. Ja. Okay, ich pack drauf Isaac, Always on the Run, damit hier wenigstens mal der Startpunkt gesetzt ist für den europaweiten Erfolg, landet er erstmal auf der Kinocast-Playlist. Und ja, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vergesst nicht, wenn ihr das jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder zum zweiten Mal und ihr habt noch nicht abonniert, dann klickt mal abonnieren. Falls ihr noch keine Wertung da gelassen habt und ihr habt jetzt schon ein paar Sendungen gehört, ein, zwei wenigstens, dann sagt ihr, oh, das hat mir gefallen, dann lasse ich doch mal 5 Sterne da, das wäre cool. 5 Sterne Deluxe. 5 Sterne Deluxe, genau. Dein Herz schlägt schneller. Jo, vielen Dank fürs Mitmachen, Chris. Bis bald. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.